Ich begrüße euch zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt, direkt vor Rittersporns Chamäleon hier mit Zoltan. Wir wollen unsere Waffenbrüder in den Kampf rufen, und zwar gegen die wilde Jagd, um Ciri zu erretten. Und wir fangen mal an mit Zoltan. Hallo! Zoltan? Geralt? Ja. Die Dialogoption kennen wir schon. Gwind, wie gesagt, würde ich gerne gesondert hinterher schieben, wobei das jetzt sogar ein Gwind-Turnier für eine Aufgabe wäre. Aber wie gesagt, uns fehlen auch noch zu viele Gwind-Karten, als dass wir das wirklich effizient machen könnten. Ich brauche deine Hilfe im Kampf gegen die wilde Jagd. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir denn noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Und das ging deutlich einfacher als erwartet. Das heißt, wir haben unseren ersten Waffenbruder bereits erhalten. Ich würde aber auch gerne noch einmal mit unserem guten Rittersporn reden. Hallo? Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Ja, was ihr gerade hört, ist eine Mülltonne. Na gut, woher hast du eigentlich diesen Laden hier? Das kennen wir auch schon mit der Erbschaft. Na gut, dann auf Wiedersehen. Bis dann, Rittersporn. Scheinbar gibt es hier wirklich nichts mehr für uns zu tun, außer unsere Verbündeten einzufordern. Ich würde sagen, wir laufen einmal quer durch Novigrad und werden unterwegs versuchen, noch möglichst viele... Muss eine Verwechslung sein. Was ist denn hier los? Ich bin der Einzige, der was verwechselt. Her mit den Kronen, aber schnell. Was ist denn hier los? Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Versuchen, einen besorgten Bürger zu spielen. Nee, ich würde sagen, wenn die Halunken hier in der Stadt ihr Unwesen treiben, dann wollen wir dieses Unwesen auch beenden, oder? Tja, ich hab's versucht. Aber eigentlich ist das nicht mein Problem. Was? Doch? Doch, so war das nicht gemeint. Nein. Ich hab doch eigentlich gedacht, dass... Nee, da lade ich nochmal, Leute. Ich dachte, Geralt meint damit jetzt, dass, man die höfliche Art und Weise versucht hätte. Um Gottes Willen. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Und da wollen wir hin. Wie gesagt, da habe ich echt ganz falsch verstanden. Ich dachte wirklich, Geralt meint, ich habe die höfliche Art und Weise versucht. Also muss man den besorgten Bürger spielen. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Sei es drum. Sei es drum, sei es drum, sei es drum. Und ich muss sagen, die Ladezeiten in Kaer Morhen waren deutlich kürzer. Viele glauben an die Prophezeiung der Idline, die besagt, dass die Welt von der weißen Kälte zerstört werden wird. Eine zweite Eiszeit. Wilde Tiere können als Nahrungsquelle dienen, ja vor allen Dingen in ihrem rohen Fleisch, das Geralt ja aufgrund seiner recht ansehnlichen Krankheitsresistenz sorglos verzehren kann. So. Siehst du diese Visage? Ja. Das gleiche nochmal. Mann. Ärgerlich. So. Das muss eine Verwechslung sein. Du bist hier. Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ja, versuchen, einen besorgten Bürger zu spielen, die hier dann wohl einzige Lösung. Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung.
Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Dann benutzen wir unser Zeichen und bekehren dich mit der Magie. Dieser Mann ist die Mühe nicht wert. Sein Laden ist überschuldet. Du hast recht, er sieht richtig verarmt aus. Da muss ich widersprechen. Keine Ahnung, warum ich den Kerl behelligt habe. Entschuldigung und auf Wiedersehen. Ich muss Zähne putzen gehen. Oh ja, das musst du. Zähne putzen. Naja. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Ja, ja, man tut, was man kann. Kaufmann. Okay, handeln geht noch nicht. Schade. Novigrad ist nicht dein Revier. Ja, ja, Novigrad soll auch gar nicht mein Revier sein. Da kann ich drauf verzichten. Okay, da würde ich sagen, auf geht's zu so einem guten Dijkstra. Denn auch ihn können wir um Hilfe bitten im Kampf gegen die wilde Jagd. Hier haben wir noch einen Händler. Wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch einige Gwind-Karten zusammenbekommen. Und ich weiß noch nicht, ob wir wirklich M hier aufsuchen sollten. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln. Es reicht für alle. Ach, das kennen wir ja schon. Ja, ja, einmal handeln bitte. Zeig doch mal. Keine Gwind-Karten. Aber ein bisschen Geld hat er. So. Und auf Wiedersehen. Bis dann. Naja, weiß nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Einmal da hoch, bitte. Und dann würde ich sagen, auf geht's in Richtung Dijkstra. Roche wartet auch noch auf uns. Und ich bin gespannt, ob Roche uns helfen wird. Das wird ja eigentlich das Interessanteste, denn mit Roche haben wir es uns ja relativ verscherzt. Was denn? Was denn? Was ist denn los? Was ist denn? Was ist denn los? Lauft doch nicht im Kreis und schreit ohne Grund, meine Güte. Novigrad, oh Novigrad. Ich sag ja, das ist wirklich ein Ort der Hölle hier. Ich find's furchtbar. Ekelhaft. So, da ist noch ein Händler. Das kann nicht sein. Weißes Haar, gelbe Augen, narbiges Gesicht. Genau wie er gesagt hat. Bitte was? Markus TK Hatxen. Schöner Name. Gerald von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Gerald von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Nur allzu gerne. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Okay, ein Buch mit rotem Einband. Für uns bestimmt. Na gut, das sind jetzt nicht so besondere Werke. Roter Einband? Was soll denn hier ein roter Einband sein? Ein alter Freund. Ach so. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. Das sagte ich doch bereits.
Die Behandlung von Furunkeln, okay. Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung. Eine Studie. Ich glaube nicht, dass das das richtige Buch ist. Mein Manifest. Das muss es sein. Zwischen den Seiten liegt ein Brief. Ah ja, lies den Brief, den du im Werk gefunden hast. Brief von A. Hexer, im Ozean der Möglichkeiten sind einige Ereignisse wahrscheinlicher als andere. Es ist dennoch nicht einfach, sie herauszufinden, auch dann nicht, wenn ihr eigener Intellekt sich durch den ganzen Raum und alle Zeit erstreckt. Ich hinterlasse dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn gegen alle Wahrscheinlichkeit eines Tages findest, denn ich muss dich warnen. Die Menschen ist in Gefahr. Die prophezeite Zerstörung durch die weiße Kälte ist nicht nur das Gefasel einer irren Elfin. Vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, dich persönlich davon zu überzeugen. Wenn nicht, muss ich auf diesen Brief vertrauen, den du in vielen Jahren lesen wirst, wenn du mehr weißt als zur Zeit, da wir uns zum ersten Mal trafen. Du musst wissen, dass nichts die Welt retten kann, außer der Vorbereitung der gesamten Bevölkerung auf die Katastrophe. Den alten Geschichten zu folgen, kann ein Kind des alten Blutes die Gefahr abwenden, doch ich habe es versucht und bin gescheitert. Seitdem werde ich von einer grässlichen Vision verfolgt. Einem gekrönten Geist. Dem Geist meines Versagens. Ich war erwählt und habe versagt. Du und deine Bruderschaft sind unsere einzige Hoffnung. Wenn die Zeit des Wolfssturms kommt, werden die Menschen sterben und nur die Übermenschen werden überleben. Deine Pflicht besteht darin, Übermenschen in die Welt zu bringen. Was immer du von mir denkst, versage nicht so, wie ich versagt habe. Ah. Okay. Ah, interessant. Wer ist denn A? Ich bin mir echt unsicher. Interesse an Büchern? Gelesen siehst du zwar nicht aus, aber wir haben auch Bilderbücher. Sehr freundlich. Wiedersehen. Wir haben auch Bilderbücher. Das merke ich mir. So, wir wollen zu Dijkstra. Zurück zum Thema. Wer ist A? Ich ratter gerade die ganzen Namen durch, die mir noch bekannt sind, aber mir fällt jemand mit A ein. So, hier haben wir das schöne Badehaus. Ach, wäre mein Mann doch so mutig wie du. So, hallo Dijkstra. Altes Haus, ewig ist es her. Was willst du? Ja, genau. Hast du was von Philippa gehört? Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos. Ich dachte eher... Das kennen wir auch schon alles. Ja, die wilde Jagd. Kommen wir zurück zum Thema. Wir brauchen deine Hilfe im Kampf gegen die wilde Jagd in Kaer Morhen. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Okay, Dijkstras Hilfe können wir doch schon mal vergessen. Oh wei, oh wei. Da habe ich nicht mit gerechnet. Gut, dann fehlt noch Roche. Hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser laufen wird. Na, ja, das sieht mir ein bisschen Platz des Hierarchen, also quasi hier links rum. Und dann kommt direkt ein Wegweiser, denn ich glaube, zu Roche kommen wir super mit einer Schnellreise. Also Dijkstra wird uns nicht helfen.
Der Soundtrack ist auch wunderschön. Das ist interessant. Ich habe echt auf Dijkstras Hilfe gehofft, vertraut, wie auch immer. Jetzt habe ich mich total verlaufen. Das ist ja echt mal eine Überraschung. Verdammt, bist du hässlich. Haben wir die Machenschaften von dem Hurensohn nicht eigentlich beendet? Dass die immer noch sind, ist ziemlich verwirrend. Naja gut, soll es nicht stören, die halten sowieso nicht so viel aus mittlerweile. Dann machen wir uns gar keine Sorgen mehr. Wir machen uns viel mehr Sorgen um unsere Verbündeten, denn jetzt haben wir Keira nicht mehr, weil wir sie mehr oder weniger erschlagen haben. Wir haben Dijkstra nicht erhalten, also es könnte besser aussehen, sagen wir es mal so. Aber okay, Versteck der temerischen Freischärler, wir hoffen mal auf unseren guten Roche. Wobei auch Roche natürlich mit Ciri der wilden Jagd, ob der da so offen und bereit ist zu helfen, ich wage auch mal daran zu zweifeln. Und dann ist die Liste hier in Velen oder in Novigrad scheinbar schon abgearbeitet. Und allzu lang war sie wahrlich nicht. Roche. Du warst schon überall. Geralt von Riva. Gesund und munter. Du sagst es. Ja. Ich brauche deine Hilfe bei der Verteidigung von Kaer Morhen gegen die wilde Jagd. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer, wir sehen uns in Kaer Morhen. Das höre ich gerne. Vernon Roche wird also helfen. Sehr schön. Waffenbruder Novigrad abgeschlossen. Oh wei, oh wei. So, wir schauen mal ganz, ganz kurz nach Quests. Ich überlege gerade, Skellige Nilfgaard. Geralt war klar, dass der Kampf gegen Eredin und seine Soldaten wohl die größte Herausforderung seines Lebens werden würde. Außerdem stand mehr auf dem Spiel denn je. Er kämpft ja nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch um das von Ciri und letztlich um das Schicksal der ganzen Welt. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, und daher beschloss der Hexer, über seinen Schatten zu springen und den Kaiser von Nilfgaard um Hilfe zu bitten. Und ich glaube kaum, dass wir daran vorbeikommen. Wir sollten es vielleicht tatsächlich einfach mal probieren. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Oh Mann. Dir ebenfalls. Oh ja, hier leuchtet unsere Rüstung mal ganz besonders stark. Hier in dem mittlerweile wunderschönen Palast, muss ich sagen. Morvran. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ja, du könntest mir von den Dingen hier am kaiserlichen Hof erzählen. Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Interessante Theorie. Mach's gut. Cirilla
die Kaiserin. Das glaube ich aber erst, wenn ich selber sehe. Ja, ja, euch ebenfalls. Oh, wei, oh, wei. Ich mag Nilfgaard nicht. Viel zu traditionell und viel zu machtgierig. Schön, dass wir M hier beklauen können. Gräber. Schöne Werke hast du hier, muss ich hier schon lassen. Wenn auch etwas einseitig. So. M hier war Emrys, der Kaiser Nilfgaards. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Ich glaube, unser guter Kaiser ist sich nicht darüber im Klaren, was mit der wilden Jagd auf ihn zukommen würde. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich. Wenn sie es möchte. Und damit hat sich die Hilfe von unserem guten M hier wohl auch erledigt. Na gut, das ging schneller und einfacher als gedacht. Und wir können uns dann wohl jetzt wieder den anderen Waffenbrüdern zuwenden. Beim nächsten Mal würde ich sagen, geht es dann auf Richtung Skellige, denn auch dort wollen wir die Hilfe unserer Freunde einfordern. Moisek, Krach, Ceres. Ich denke mal, da haben wir sehr gute Chancen, nochmal drei Verbündete zu erhalten. Vor allen Dingen Ceres wird natürlich auf unserer Seite stehen. All das dann beim nächsten Mal hier bei The Witcher 3. Ich bin gespannt, ob unsere Allianz stark genug sein wird und vor allen Dingen, wer bereit ist, sie einzugehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und das war's hier mit The Witcher 3 Wild Hunt.